Hey Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Skyrim. Ja, wir starten hier mitten im Schneegestöber, aber werden gleich mal die Schnellreisefunktion nutzen. Zuerst einmal würde ich sagen, gehen wir zu Septimus, der uns ja gebeten hatte, das Lexikon zu überschreiben. Und ja, das haben wir vor einiger Zeit schon erledigt gehabt, haben uns dann in der Schwarzweite ein wenig Zeit gelassen. Ein bisschen dort unser Leben genossen. Und ja, jetzt gehen wir mal zurück, schließen hier ein paar Quests ab. Und dann wollen wir dann mal schauen, ob wir vielleicht irgendwie eine nette Belohnung dafür bekommen, dass wir jetzt dieses Lexikon überschrieben haben. Da unten ist der Gute doch schon. Hatten wir eigentlich seine Seelensteine geklaut? Ich meine schon, oder? Mal eben springen. Ja, doch, die hatten wir schon alle geklaut. Hey Septimus! Grabt, Dwemer, in der Anderwelt. Ich werde eure verlorenen Geheimnisse lüften und mich in eure Tiefen emporschwingen. Ja, ich habe das Lexikon beschriftet. Her damit, schnell! Außergewöhnlich. Jetzt verstehe ich es. Jo. Der Verschluss ist so strukturiert, dass winzigste Fraktale ineinander greifen. Dwemer Blut kann die Haken lösen, doch es lebt niemand mehr, in dem es fließt. Eine ganze Palette ihrer Brüder könnte sich zusammentun, um ein Faksimile zu bilden. Ein Trick, etwas, womit sie nicht gerechnet haben. Nein, nicht einmal sie. Das Blut der Altmeer, Bosmeer, Dunmeer, Fallmeer und Orsimeer, die Elfen, die noch leben, sind der Schlüssel. Trag diesen Extraktor von dannen. Er wird das frische Blut der Elfen trinken. Komm zurück, wenn ihr den ganzen Satz habt. Okay, wir sollen jetzt Blut sammeln, und zwar von allen möglichen Leuten. Dunkelelfen, Fallmer und so weiter. Was zum Teufel ist jetzt hier los? Elendsschlund. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen uncool. Mit dem kann ich reden? Kommt näher, wärmt euch in meiner Gegenwart. Wer seid ihr? Ich bin Hermaeus Mora, der Wächter des Ungesehenen, der Kenner des Unbekannten. Ich habe euch beobachtet, Sterblicher. Äußerst beeindruckend. Ja, ich weiß. Das ist doch bestimmt irgend so ein Freak, irgendwo so ein Daedra-Prinz oder so. Was wollt ihr von mir? Eure andauernde Unterstützung von Septimus macht ihn zusehends überflüssig. Er hat mir gute Dienste geleistet, doch seine Zeit neigt sich dem Ende zu. Wenn diese verfluchte Schatulle erst geöffnet ist, hat er seinen Nutzen mir gegenüber verwirkt. Und wenn diese Zeit gekommen ist, werdet ihr seinen Platz als Abgesandter einnehmen. Was sagt ihr? Ich muss weg, sage ich. Ich bin euer Diener, mein Herr. Ich werde mich niemals anschließen, abscheulicher Dämon. Seid gewarnt. Viele dachten wie ihr, und ich habe sie alle gebrochen. Ihr werdet euch mir nicht ewig entziehen. Okay, weg ist er. Ja, mal schauen, ob wir uns ihm ewig entziehen können, wenn er uns mal irgendwas Tolles anbieten würde. Könnte ich mir jetzt auch nochmal vielleicht überlegen, aber ich werde garantiert nicht hier mein Leben hergeben, um einen Dämon zu dienen. Wir
werden gleich mal wieder die nächste Schnellreise auf uns nehmen. Und zwar soll es diesmal genau hier hinten hingehen, wo wir die purpurnen Nierenwurzel hinbringen sollen. Dafür reise ich mal zu Geiermunds Halle, würde ich sagen. Und von dort aus geht's dann Richtung Osten. Da dürften wir dann eigentlich recht schnell hinkommen. Ich denke nicht, dass da noch irgendwie eine Ruine im Weg liegt. Vorne sind Elche. Aber gut, lassen wir die Elche sein. Wir halten mal einfach Kurs da hinten auf unser Ziel. Ah, sehr schön. Ich dachte schon, jetzt geht's ja irgendwie einen Berg hoch oder so. Los, du musst schwimmen, Pferdchen. Rein mit dir ins kühle Nass. Ah, okay, da vorne ist eine Mühle scheinbar. Und dann wollen wir doch mal schauen, was wir jetzt mit diesen purpurnen Nierenwurz anfangen können. Na komm, gib mal ordentlich Zunder hier. Ah, okay, im Wasser ist unser Hottehü dann doch nicht ganz so schnell. So. Ah ja, hier vorne sehe ich schon, ist ein Boot zumindest schon mal geparkt worden. Und na, nur Elche hier momentan. Hier soll eine Mühle sein, aber ich sehe noch keine. Ach, da vorne, okay. Sehr gut. Ich steig mal vorsichtshalber schon mal von unserem Pferdchen ab. Was ist da vorne los? Was ist das für einer? Na schön. Gebt mir eure Wertsachen. Sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Was willst du denn von mir, ey? Geht sofort. Netter Versuch. Aber mir jagt ihr keine Angst ein. Ich werde euch nicht noch einmal fragen. Okay, dann hast du ein Problem. Dafür habe ich keine Zeit. Geht nicht fort. Ihr seid tot. Ach ja, wir sind tot. Wie oft ich das schon gehört habe. Und dann wollen wir doch mal gegen ihn kämpfen. Ja, ich sehe schon, wie wir gleich sterben werden. Du langweilst mich, Dieb. Ja, keine Ahnung, was der Alte von mir wollte. Vulkanglas durch, den gönne ich mir doch mal gleich. Den Makelrosen. Ui, eine Vulkanglasrüstung. Die ist ja mal ordentlich was wert. Und dann auch noch Stiefel. Also dem Typen ging es ja scheinbar zu gut. Und habt ihr das auch gerade gehört, Leute? Drache in der Nähe, oder? Hä, okay, ich werde noch nicht gefunden momentan, aber ich meine, ich habe hier einen Drachen gehört. Nun denn, dann gehen wir halt erstmal hier rein. Oh, schaut mal hier, was ist denn hier los? Haben sie hier die... Ah ne, das sind nur normale Nierenwurz. Ich dachte gerade schon, wenn die jetzt hier purpurne Nierenwurz anbauen und ich mich da dumm und dämlich gesucht habe, unten wäre ich aber ausgerastet. Wache von Rift, okay. Sareti-Hof entdeckt. Ja, gehen wir gleich mal rein, würde ich sagen. Und sprechen dann mal mit der Person, die uns hier ein wenig mehr über die purpurne Nierenwurzel erzählen kann. Habt ihr euch verlaufen? Nein, ich habe mich nicht verlaufen. Und ich werde mal einfach hier in deinen Keller gehen. Dreist, wie ich bin. Oh, was hat sie hier? Nierenwurz. Nichts Interessantes für uns. Okay, dann sprechen wir einfach mal mit ihr. Ich habe auf dem Hof alle Hände voll zu tun. Also beeilt euch. Was wünscht ihr? Ja, wie wär's, wenn du dich mal umdrehst, wenn ich mit dir rede? Wie unhöflich bist du denn? Ich habe Siderions Überreste gefunden. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Wenigstens starb der arme Siderion bei seiner geliebten Feldforschung. Ich habe den alten Dummkopf davor gewarnt, die Dinge zu überstürzen. Aber er wollte ja nicht hören. Vielleicht mache ich eines Tages dort weiter, wo er aufgehört hat. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Nach allem, was er für mich getan hat. Tja, dann habe ich gute Nachrichten für dich. Ich habe die purpurne Nierenwurzel für euch. Ihr habt etliche davon gesammelt, wie ich sehe. Oh ja. Ich werde Sinderions Notizen durchsehen, um ein paar Hinweise über die purpurne Nirnwurz und ihre Wirkungen zu finden. Hier, bitte. Ich danke euch. Ihr habt der Alchemie einen großen Dienst erwiesen.
indem ihr geholfen habt, Sindarions Arbeit zu vollenden. Ich möchte euch diesen Band geben. Das ist eines der größten Werke Sindarions. Ich glaube, das habt ihr euch mehr als verdient. Okay, damit hätten wir dann scheinbar Sindarions Glück hinzugefügt. Ja, damit hätten wir es scheinbar schon geschafft. Mal schauen, was wir jetzt gleich bekommen haben. Ihr wirkt ziemlich erschöpft. Ist es so offensichtlich? Ich habe alle Hände voll zu tun. Neben der Arbeit auf dem Hof, meiner Nirnwurzzucht und der Aufgabe, meine Schwester Aduri im Zaum zu halten, bleibt für Ruhepausen wenig Zeit. Und hier komm ich ins Spiel. Ich könnte euch helfen, wenn ihr wollt. Wirklich? Das wäre einmal eine angenehme Abwechslung. Ja. Für das Züchten von Nirnwurz brauche ich auch Jaspeitrauben. Der Säuregehalt des Saftes ist perfekt für den Boden. Für meine neue Ernte brauche ich 20 davon. Viel Glück beim Suchen dieser Jaspeitrauben. Sie sind sehr selten. Oh, jetzt muss ich ja schon wieder den nächsten Scheiß suchen. Naja, mach ich doch gerne. Ihr geht jetzt besser. Warum? Ach, shit, jetzt verfolgt ihr mich hier oder was? Ey, ihr lass mich... Ihr geht jetzt besser. Ja, ich hab's doch verstanden. Da, verdammt. Okay, ja, ciao. Wir sehen uns später. Ja. Ach, jetzt stalkt die mich hier wieder. Lasst uns doch mal eben schauen. Habe ich jetzt einen aktiven Effekt bekommen? Oder wie sieht's aus? Sindarions Glück, genau. Es besteht eine Chance von 25%, dass du 2 Zaubertränke herstellst, wenn du deine Alchemiefertigkeiten einsetzt. Wow, das ist ja nice. Das ist wirklich nice. Cool. Ja, da hat sich das doch schon wieder gelohnt, dass wir das hier abgeschlossen haben. Ich überlege gerade, was konnte man eigentlich mit Nirnwurz nochmal machen? Naja, egal. Auf jeden Fall kann ich die hier pflücken, ohne dass die Leute aggressiv gegen mich werden. Also sammle ich die einfach mal ein. Und dann könnten wir die restliche Zeit dazu nutzen, noch einmal in Weißlauf schnell die ganze Vulkanglas-Krams und so weiter zu verticken, dass unser Inventar mal wieder ein wenig auf Vordermann gebracht wird. Und dann geht's auf den Gipfel des Berges, würde ich sagen, wo wir dann die Zauberrolle mal auspacken und schauen, was passiert. So, Adrianne. Ja, Klingen, ich weiß, Helme, blablabla. So ziemlich alles, was ihr braucht. So, was habe ich denn hier? Den Jagdbogen der Glut, genau, den kannst du gerne haben. Eine Spitzhacke habe ich jetzt ja auch wieder mit dabei. Die brauche ich jetzt erstmal nicht mehr, würde ich sagen. Den Vulkanglasdolch kannst du auch gerne haben. So, dann kommen wir zur Rüstung. Und auch hier gibt es einiges, was ich dir gebe. Ah, genau, Blitzresistenz haben wir ja hier auch noch bekommen. Die kann ich noch von den Stiefeln runterholen, glaube ich. Sonst noch irgendetwas Interessantes, Golderz und so weiter, einiges. Das packen wir dann erstmal nach Briesenheim rein, würde ich sagen. Aber erstmal schnell zur Drachenfeste. Und dort kann ich dann den Zauber erlernen. Den hatten wir ja jetzt eigentlich auch schon mal auf der einen Kette. Da hatten wir ein Amulett gefunden, was die Blitzresistenz machte. Ziemlich nettes Teil. Aber natürlich bringt das mehr, wenn wir da dann einfach das von den Stiefeln runterholen. Dann können wir nämlich dieses Amulett notfalls nochmal umnehmen. Was? Blitzresistenz kenne ich schon? In letzter Zeit okay. Hat es den Anschein, als würde dieser verfluchte Konflikt jeden gut, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, Leute, dass ich das schon kenne. Dann verkaufen wir ihm hier mal schnell die Sachen. Ich hoffe, der nimmt das auch an. Ach, der nimmt ja jeden Scheiß. Nur wahrscheinlich wieder nicht die... Ja, war ja klar. Okay, dann kann ich ihm aber zumindest silberner Rubinenring... Oh, so viel Krams haben wir hier noch wieder. Silberne Juwelenhalskette, das brauchen wir doch alles gar nicht mehr.
Das verkaufe ich dem einfach mal schnell. Schleichen nehmen wir ja wieder um. Kupferdiadem habe ich hier noch. Geringe Gesundheit brauche ich eigentlich auch nicht. Da haben wir ja Goldos Amulett für. Halskette der Frostresistenz, die behalte ich. Den Diamantring kannst du auch haben. Ach shit. Jetzt hat er fast kein Geld mehr. Hast du denn irgendwelche Seelensteine, die ich haben gebrauchen könnte? Komm, wir kaufen einfach so einen mächtigen. Dann haben wir gleich ordentlich was an Geld wieder in ihn investiert. 15 auf Redekunst. Ich überlege gerade, da nehme ich eigentlich eh nie um. Obwohl man dadurch natürlich dann auch wieder Sachen teurer verkaufen könnte. Ach, ja, komm, was soll's, hau weg den Schinken. Ja, das Amulett von Satal brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Weg damit. Galdos Amulett nehmen wir ja noch um. Die Diamanthalskette brauchen wir auch nicht mehr. Die auch nicht. Weg damit. So, dann sind wir hier schon mal ein bisschen leichter. Habe ich bei Büchern. Der Bettler. Ah, das behalte ich erstmal noch. Okay, hier die beiden Zauberbücher können aber weg. Die verticken wir mal eben. Okay. Ansonsten habe ich eine Menge Seelensteine, die wir aber nicht hergeben werden. 3 schwarze haben wir sogar noch. Kleine Seelensteine haben wir nur noch recht wenige. Vielleicht nochmal ein paar kaufen. Hat der kleine? Nö, hat er nur mit Seelen schon gefüllt. Das brauchen wir dann doch nicht. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winter. Dann würde ich sagen, rennen wir nochmal schnell zu dem Gemischtwarenhändler, verkaufen dort unseren restlichen Krams und dann können wir uns eigentlich schon wieder auf den Weg machen, sodass wir beim nächsten Mal dann die Hauptquest ein wenig weiterführen. Wird ja mal wieder Zeit, wir haben jetzt ja doch sehr lange unten in der Schwarzweite uns aufgehalten, aber da gab es so einfach so viel zu entdecken, also das war bisher echt der geilste Dungeon. Höhle, wie auch immer. Wir könnten uns hier auch noch mal eben einen Segen abholen. So. Warum eigentlich nicht? Haben wir auch schon ein bisschen länger nicht gemacht. Ich könnte auch wieder zu Hause schlafen, damit wir da auch noch mal diesen... damit wir diesen magischen Effekt bekommen. So, rein in Billetors Gemischtwarenladen. Der darf uns dann den restlichen Krams Seht abkaufen. Um. Ich bin sicher, ihr findet. Ja, ja, ja. Was hast du zu verkaufen? Blablab. So, bei Waffen dürfte ich nichts mehr haben. Da haben wir ja alles. Genau sind wir alles losgeworden. Ey, Sanguins Rose nutze ich eigentlich nie, Leute. Naja, hier brauche ich dann die Zwergenstiefel nicht mehr. Viel Spaß damit, mein Lieber. Halt sie in Ehren. Und, ach genau, ich habe hier noch dieses Korundum-Erz und so. Wollte ich eigentlich auch nochmal loswerden. Wie schwer bin ich denn jetzt eigentlich beladen? Ist immer noch recht viel. Na gut, dann mache ich es anders, Leute. Ich werde jetzt eben Goldos Amulett umnehmen und dann den Ring des Schleichens. Wieder. So, ihr seht schon, da habe ich echt nur noch wenig Platz. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt nach Briesenheim. Und dort beenden wir dann auch die Folge für heute. Dann werde ich beim nächsten Mal ein wenig das Inventar aufräumen. Ja, ihr habt richtig gehört, ich werde das Inventar offscreen aufräumen. Bin ich nicht zu gütig zu euch? Ach, Herr Jemine. Ja, mit dem Helm hier können wir auch bald mal irgendwie was machen. Solange wir eigentlich die eine Fähigkeit noch nicht freigeschaltet haben, könnten wir den auch einfach aufsetzen. Aber gut, das werden wir alles beim nächsten Mal machen, Leute. Ich hoffe, die Folge hier hat euch gefallen. Falls dem so ist, vergesst nicht, sie zu bewerten. Wir sehen uns morgen wieder, wenn du magst. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht dir noch einen schönen Tag. Ciao.